Alien Isolation. Genau das gleiche Spiel. In Alien Isolation kannst du das Alien sonst wohin geschickt haben. Und plötzlich erscheint es wieder um die Ecke, um irgendeine Form von Spannung aufzubauen. Weil ich glaube, die Leute haben jetzt keine Ahnung, was Spannung ist. Spannung erzeuge ich nicht dadurch, dass ich halt sinnlos. Es soll wohl eine Schleicheinlage sein. Ich habe es soweit schon verstanden. Eine geradlinige Schleicheinlage. Denn viel mehr machen, als hier den Weg lang gehen, kann ich ja gar nicht. Aber spannend ist überhaupt. Ich habe überhaupt. Irgendwie weiß ich auch nicht, was das soll. Ach kommt, was soll's. Ich habe keinen Bock mehr, hier ewig lange hier rumzustehen und zu warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Tja, und jetzt? Und ich wette mit euch, dass ihr diesmal nicht in den Raum nur reingeht, sondern den Raum komplett betritt. Wettet doch mal, guckt das mal auf. Ich glaube, langsam verstehe ich das die KI dahinter. Aber das schauen wir mal ganz kurz. Alles klar. Nee, diesmal macht das nicht. Aber wo soll ich hin? Ich bin drauf, um das Spiel in der Luft zu zerreißen. Ja, ich brauche Service-Akkus aufladen. Ja, wo sind die Service-Akkus? Ohne die scheiß Drecksvieh, das ist viel mehr Spaß gemacht. Da hat man sich überlegt, was wir machen. Jetzt ist man hier nur noch beschäftigt, dieses blöde Dreckswesen hier auseinanderzusetzen. Ach, Leute.
Okay. Ich sehe ja mal gar nichts. Danke dir. Ja, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen nichts weniger nervig ist. Das hoffe ich, ist eine Situation. Manchmal mir spiele so eine Situation, wo es halt extremst nervig ist und danach geht's eigentlich. Das kann nicht gut ausgehen. Hüpfeinlagen, okay. Jetzt mal sein auf Lara Croft hier, okay. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Wow. Ich bin jetzt im Kreis gelaufen, okay. Wo muss ich denn überhaupt hin? Fragezeichen. Keine Ahnung. Wir gehen mal hier lang wieder. Irgendwo bin ich falsch abgebogen. Tiefen- und Schärfeffekt ein bisschen zu heftig, aber naja. Wo muss ich hin? Fragezeichen, Fragezeichen. Sowas macht mir mehr Spaß als diese scheiß Monstergeschichten. Wie komme ich hier raus? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Das war die eine Leiter. Ich habe noch eine zweite Leiter gefunden. Wo war die denn?
Da. Ich muss wieder da drüben hin irgendwie. Ich muss dafür wahrscheinlich die... Irgendwie muss ich da wohl hin. Von da da runter vielleicht? Na, wartet mal. Das sollte ich drücken. Los, lauf schneller, du Roboter, du. Geht ja so komisch. Muss so sein. Na, wo sind wir denn gelandet? Ein Glubschi. Brauche ich ein Glubschi? Nö, kann es mir auf Glubschi. Hey, endlich raus aus dem Rotz. What happened? What did she do? Come on, we gotta get her out of there. Holy shit, Hart blew a VO2 surplus. She sealed the tunnel. She really didn't want Akers following us to Omicron. Ah, shit, she's fucking hurt. Pursuit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck, no! Gut, wir sind wieder mal draußen. Was ja schon mal ein Vorteil ist, aus diesem Rotz raus zu sein. Also wie gesagt, diese Rätselgeschichten, die sind der bessere Part. Diese blöden Versteckgeschichten sind absolut miserabel. Ich meine, die Stimmung und das alles, das ist so geil und dann machen sie es spieltechnisch so scheiße. Ist ein bisschen schade. Kann man es bedienen? Stromausfall. Okay. Oh, so ein kleiner Freund wieder. Aber kaputt. Bin neugierig.
Whoa. Better be careful. Ah, okay. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Anything. I can't read him like the others. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Sehr hilfreich, die Dame. Kath, how are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Okay. Kath, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Das ist die Erklärung für das, was gerade passiert ist. Was hier passiert und was hier ist. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. Know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but
because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Also, dich muss ich anmachen, dich muss ich anmachen. Muss ich bestimmt der Reihenfolge hier einhalten? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, okay, ich merke schon, das wird wieder ein kleines Rätsel werden, okay. Wir müssen, glaube ich, alle anmachen. Aha! Da komme ich nicht durch, okay. Geh mal weg. Ich muss hier mich durch die Dings knüppeln. Also. Ja, Glubschi. Brauchen wir Glubschi überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich will den mal lieber nicht. Wer weiß, was man noch braucht. Uber, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do that stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Okay. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Ja, ich will mal Escape drücken. Brauchen mal wieder eine kleine Nummer. Did you do that, Catherine? What? Never mind. Okay, Omikron sieht ziemlich verlassen aus. Blackbox ist fairly safe. Ach, jetzt erklärt er, was das ist. Okay, Anmerkung, Standard, Erweiterung, Bereiskalibration, Diagnosewerkzeug für Post-Impact-Notfallplan, okay. Hup. Wow. Videobetrieb damit des Krans benötigtes Zeug. Liegt alles an Ellen. Unnötige Sicherheitsabwehr für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht. Okay. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about?
Ist er doch noch im Scan? Ja, ich glaube, nee, eine 0. Jetzt glaube ich 0090, ne? Ich hoffe es doch. Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown cancelled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem? Come on, let's get going. Die ist auch so herzlichst unbekümmert, ne? Also, der ist es auch eigentlich alles egal. Das ist nicht so schlimm. Wird schon gehen. Ich verstehe auch ihre Motivation bis jetzt noch nicht dahinter, hinter all dem Ding. Mal kurz hier oben gucken, wo hier was ist. Rotz und... Oh, was ist das? So, bevor wir hier gehen. Glubschi, gib mir Saft. Komm. Übrigens, bis jetzt noch nicht erklärt gewesen, ist warum diese komischen Dinge überhaupt existieren. Die sind offensichtlich auch von Wow, aber warum? Wozu? Na komm. Na komm. Und wie komme ich jetzt wieder raus? Ach so. Ja, mit Sicherheit. Oh, hier ist noch einer. To anything. What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying. How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Ertrinken ist keine schöne Sache. Über die kleinen Freunde. Die lieben kleinen Freunde. Omicron, wir kommen vorwärts. Und noch ein Toter. Alter, hier draußen sind das am Übel. Strong silent type, but I need you to say something every now and then so I know you're all right. Jonesy? Jones. Fuck's sakes. Let's try the annex again. Maybe we can break in. We're losing Jonesy. We need to get her inside. Oh, get in line! Alvaro, they're
There's nothing we can do for her right now. Hit the stasis switch and let's check the annex. Aber warum sollte Vau die Menschen, die es eigentlich schützen soll, töten? Was, wenn den anderen benutzen? Schön, du gibst hier noch einen. Naja, suchen wir weiter. Eine kleine Hüpfanlage mal wieder? Fragezeichen. This had better be the right way. Hätten wir fallen? Eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich frage mich nur, warum die alle tot sind. Also, hier ist ja niemand, ne? Aber guckt euch das mal an. Das sieht nicht gesund aus. Wo sind die Köpfe hin? Ich kann sogar drauf drücken, ob die kaputt ist. Containment? Na ja, gucken wir da mal rein. Noteingriff bei Tauchraumkontrolle, okay. Oh. Hey, Yuzan. Ohne Kopf keine Blackbox. Es scheint so, ja. Vor allem, warum der sich überhaupt noch aufregt, ne? Der hat schon 50.000 Mal praktisch direkt daneben gestanden, ja? Also.
Die Kompressionskammer scheinbar. Benutzung. Legen Sie den Prianzeig, prüfen Sie den Kauf, befestigen Sie den neuen Teil, sichern auf Ihren Namensstück, nun müssen Sie selbst versiegelt. Die Kammer wird nur mit Druckausgleich beginnen und das sind solche Fotografen sollten. Die Kammer selbst versiegeln, spannen Sie die Spur, Stoßdämpfer an und probieren Sie es erneut. Und nehmen Sie keine Reparaturversuche, das wird immer noch nicht funktionieren, sondern wenn Sie eine Leitungsabteilung. Okay. Noch habe ich nicht ganz verstanden, warum jetzt das Wow hilft. Is this Omicron? Everything is so basic, so limited. I hope it's not the Amador falling apart. Okay, we need to find you a power suit. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. The Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Okay, wir sind scheinbar jetzt ein bisschen Activate Terminal. Guten Tag. What are you waiting for? Find a power suit and let's get on with this. Ach so. Found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby. See if you can boot it up. Von plus 50 bis minus 75 Grad. Meter. D.
Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the WoW? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon. I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Okeli dokeli, dann machen wir uns mal auf den Weg und suchen, was uns braucht. Und transferieren unser was auch immer in, nun ja, was auch immer. Ein bisschen merkwürdiges. Don't forget, we need a Cortex chip, structure gel and a power pack to get the suit ready. Schauen wir uns mal ordentlich überall rum. Storage, klingt gut. Nicht gut? Mensch, reiß die Scheiße auf. Nur Boxen, aber nichts drin. Ja, das wird sich gerade auch gelesen, ja. Aber wir sind dafür nicht alleine. Oh, ist hier. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle eine ungewöhnlich sedierte Orange Ruffy gefunden. Schwanzfisch, der sieht aus, als wäre er mit einem
Beim Einfluss mit dem Hai verschmolzen, so eine komische Mutationsform haben wir bisher noch nie gesehen. Es wird eindeutig schlimmer. Irgendetwas verursacht dies und der Unsinn mit den radioaktiven Niederschlägen über den Ovari ständig redet, glaube ich einfach nicht. Das Kind dort nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich fast bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ich nicht für die darunter untergehen. Was haben die da unten gefunden? Was haben die da unten gefunden? Ist das? Ach so, ich soll wahrscheinlich alle mit verbinden, oder? Oder nur einen Weg finden, drüber zu gehen, du? Bau will auf jeden Fall was von mir. Das steht außer Frage. Ja. Ah, die Fresse. Was immer ich jetzt ausgelöst habe, es ist bestimmt nicht gesund. Noch habe ich nicht ganz verstanden, was Wow damit eigentlich alles zu tun hat, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein Nikolaus, genau. Also es gab jede Menge Mutationen. Warum sind die alle kopflos? Moment. Naja, wir gehen jetzt mal hier durch. Das ist Wow. Und eine Ratte. Das zur Struktur wurde aufgeladen und hätte tatsächlich eine Weile sogar, wenn man es mit einer Sturmkanne trennt. Hol auf dem Virus, okay. Bis auf Schalke anstand ist die Konnektivität zu fördern. Funktion. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Ausgangsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die Wow am Gel vorgenommen hat, sind aber voller Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben. Wird das Gel dagegen auf eine komplexe Maschine angewendet, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieses dann zugrunde geht. Wir können das Gel zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu bla bla bla. Pathologie, ja, das Gel auf einen toten Maus angewandt. Das Gel
brachte die Maus zurück ins Leben. Sie wurde dann in dieselben Mal wieder gesetzt wie die lebende Maus, die wiederbelebte Maus. Während die wiederbelebte Maus die lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte sie die wiederbelebte auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, da sich das Gel darin verheddert hatte. Ah, okay. Das war mehr als Schlafwandler. Das kennen wir irgendwo. Zur Vermeidung einer. Ja, ich hab's verstanden. Zur Vermeidung einer Auswertung wie bei einer vorigen Maus wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Störung im Tier erzeugt. Ah, da wissen wir, wo die Störung herkommt. Wer hat vorhin die Magneten gesagt? Ausgerichteten Graphen, okay, in einem mehrfach gesetzten Matrix. Das Problem ist nur das Problem selbst, sondern die Wow, die sich steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften, sondern die Wow benutzt die einfach nur. Auf eine Art und Weise, die wir uns niemals ertrauen hätten. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierten Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper, von der Wau über der Struktur manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind die dem Gleitern ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu Krebsgeschwüren führt, bla bla bla. Diese Fragen ist schwierig, da wir ja von einer KI reden, aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von den Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadenkult oder um Unvorsicht. Es ist mal wieder ein PC, der durchdreht, ein KI, die durchdreht. Hey, das kennen wir doch schon, oder? Das ist uns doch bekannt. Lebt das Zeug hier noch oder was gibt die ganze Zeit Schwinde von sich? What? Erstmal umschauen. Ach, da ist die Maus. Aha. Ich vermute mal, klassisches Spiel. It came back to life. Something like it. Wau lässt niemanden sterben. Ach so. Also das schwarze Zeug ist Strukturgel, okay. Okay, das ist nicht die... Müssen also doch die Maus anditschen. Nö, auch nicht. Okay. Achso, hier holen wir das Strukturgel. Ah, okay. Behälter.
Ah. Bringe es zu leben, was eigentlich kaputt ist. Aber Strukturgel. Dankeschön. Also, wow, ist das Problem.